London, the engine at Sawbridge, or Peter Dolby through Storbritannia. Not Das sind die letzten Teilnehmer dieser Konkurrenz, Jane Sawbridge und Peter Delby aus Großbritannien. Meister im Eistanzen sind hier auf Platz 3 nach der Pflicht. Janet Sawbridge ist eine alte Bekannte von uns. Peter Delby ist bereits ihr dritter Partner. Ihr erster Partner war David Hickenbottom. Mit dem war sie in den Jahren 63 und 64 Zweite in der Europa- und Weltmeisterschaft. Dann wechselte sie den Partner, das war John Lane. Mit ihm errang sie den vierten Platz bei der Weltmeisterschaft im Jahre 69. Und den zweiten Platz in der Europameisterschaft desselben Jahres. Und mit Peter Delby, den Sie jetzt mit Janet Sawbridge sehen, war sie bei der Europameisterschaft des Vorjahres Fünfte.
waren also die englischen, der britische Meister im Eistanzen, Janet Hobbitsch und Peter Delby. Und die stark, figürlich stark verbesserte Janet Hobbitsch versteht es bestens, ein Schürprogramm aufzubauen, sicher mit Hilfe von ihrer Trainerin Gladys Fox. Aber die 7 Jahre internationalen Stars haben ihr natürlich sehr geholfen. Sie weiß genau, was die Preisrichter und was das Publikum gerne sehen. Für den Inhalt 5,8, 5,6, 5,7, 5,7, 5,7, 5,7, 5,8, 5,5 und 5,8. 5,8 aber zuerst die Benotung für die Ausführung 5,8, 5,6, 5,7, 5,8, 5,7, 5,8, 5,9, 5,4 und 5,7. Das haben eigentlich alle erwartet, dass Getty Bradshaw, das britische Meisterpaar des Vorjahres, heuer wieder am Start sein wird. Denn dieses Eistanzpaar ist nämlich ein ganz, ganz großes Paar gewesen. Aber wie wir hören, wurden sie professional, sind Trainer geworden. Nun ist es ganz sicher, die neuen Europameister im Eistanzen heißen Angelika und Erich Fuchs aus der Bundesrepublik Deutschland. Zweite und Gewinner der Silbermedaille sind die entthronten Europameister aus der Sowjetunion, Ludmila Pachomova und Alexandro Gorschkov. Dritte und Gewinner der Bronzemedaille kommen aus Großbritannien. Es ist Hilary Green und Lynn Watt. Ein Fan des englischen Paares ließ es sich nicht nehmen, aufs Eis zu gehen. Und jetzt wird er gebeten, die Eisfläche zu verlassen. Janet Hobbitsch ist schon sehr oft auf diesem Siegestock gestanden. Das kann ich Ihnen sogar mit der Platzziffer sagen. Das Geschwisterpaar Buck hat die Platzziffer 13 und 514,9 Punkte. Zweite Pachomova Gorschkov mit der Platzziffer 16 und 511,3 Punkten. Dritte Hobbitsch Delby mit
Platzziffer 27, 501,5 Punkte. Und die viertplatzierten Green Watts, Platzziffer 40 und 489,6 Punkte. Die Verteilung der Medaillen wird wieder von DSU-Mitgliedern vorgenommen, in diesem Fall von Herrn Dr. Zertak, Ungarn, Herrn Lago, Schweden, Herr Schichtl, Bundesrepublik Deutschland und Herr Kutscherer, Österreich, alle vier Herren Mitglieder der ESU. Und mit dem Bild der Sieger, der drei Erstplatzierten, möchte ich mich von Ihnen verabschieden, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Empfang und ich wünsche Ihnen noch einen recht angenehmen Abend und eine gute Nacht.